Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Two Bibis. Ich heiße Christel. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, danke. Also, heute ist mein erster Podcast auf Deutsch. Also, ich wohne in Frankreich seit vielen, vielen Jahren und seit einem Jahr drehe ich Podcasts auf Französisch und jetzt habe ich gedacht, ich probiere es auf Deutsch. Also, heute erster Podcast auf Deutsch. Ich versuche es ganz kurz zu machen, weil letzte Woche habe ich schon einen Podcast gedreht. Da hat wieder eine Stunde gedauert, weil ich so viel rede. Aber ich habe leider nicht aufladen können über YouTube. Das hat zu lang gedauert. Nach 5 Tagen habe ich nicht mehr weiter aufladen können. Da habe ich es einfach wieder gelöscht und habe mir gedacht, ich mache jetzt ganz einfach ganz kurze Podcasts, um zu sehen, erstens, ob es funktioniert, ob es Flop oder Top wird, ob es euch gefällt oder nicht. Und dann, wir werden dann weitersehen, wie es läuft. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Also wie gesagt, ich wohne in Frankreich schon seit 38 Jahren. Und ja, ich bin ausgewandert mit 20. Und ja, jetzt probiere ich es halt einfach mal. Also ich habe jetzt noch meinen Dialekt noch ein bisschen, aber manchmal habe ich meine Schwierigkeiten, weil ich nicht mehr so viel Deutsch spreche. Nur noch mit meiner Familie, aber nicht so regelmäßig. Also lasst euch überraschen. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Sprachfehler, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Schließlich bin ich ja da, um euch meine Stricksachen zu zeigen. Also, dann fangen wir gleich mal an. Ich zeige euch mein kleines Teil, was ich gerade diese Woche fertig bekommen habe. Und zwar ein kleiner Pullover für meinen kleinsten Enkel. Der ist 1 Jahr alt geworden und ich habe ihm diesen kleinen Pullover gestrickt mit dieser schönen Kappe. Also das Modell ist ein Gratismodell, findet man auf Ravelry. Das ist der Seamless Baby Hooded Pullover. Sorry fürs Englisch, also mein Englisch ist nicht so toll. Und zwar ist der die Anleitung von Maggie van Beuten. Also, gratis Anleitung von Maggie van Beuten. Vielen Dank, Maggie, für diese schöne Anleitung. Alles auf Englisch. Und ich habe natürlich wie immer alles abgewendet. Ich wollte sagen modifiziert, aber das sagt man ja noch auf Deutsch. Wie sagt man dazu? Seder, das fängt schon an. Verändert, ja, ich habe es halt verändert. Also, normalerweise ist es ein langärmlicher Pullover. Ihr seht es ja. Langärmlicher Pullover, ich zeige es euch. Langärmlicher Pullover mit Pellmuster an der Ärmel und unten am Pullover. Und ich habe es abgeändert. Ich habe kurzärmlich gemacht mit Bund 1-1 und unten auch 1-1 mit einem Faden, Acrylfarben. Nee, Badfarben, nicht Farben, Faden, Acrylfaden. Und habe hier anstatt, also die Größe geht von 0 auf, nee, von 4 Monate bis 12 Monate. Und ich habe die 12 Monate genommen. Allerdings habe ich in jeder Sektion, es ist ein Raglan-Pullover, das könnt ihr hier sehen. In jeder Sektion habe ich noch eine Masche zusätzlich dazu gezählt. Also hier eine Masche, hier eine Masche, hier eine Masche an jeder Abteilung, ja, eine Masche dazu und in einer größeren Größe gestrickt. Normalerweise strickt man diesen Pullover in was für eine Nadelstärke? 5 und ich glaube, ich habe 6 genommen, glaube ich. Ja, damit das Teil größer wird, weil mein Enkel ist 12 und ja,
Da habe ich gedacht, ja, das war ein bisschen klein ausgefallen. Ich habe angefangen und ich fand, es war zu klein. Und hier habe ich einfach Perlmuster, nee, nicht Perlmuster. Wie sagt man dazu? Auf Deutsch, wie sagt man dazu? Glatt rechts. Glatt rechts. Nee, glatt rechts, das ist glatt rechts. Und was ist das da auf Deutsch? Wie sagt man dazu? Auf Französisch sagt man point mousse. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie sagt man dazu auf Deutsch? Für den, also das ist rechts und links. Eine Reihe rechts, eine Reihe links. Wenn man rund strickt und wenn man in Hin- und Her-Geschichte strickt, dann ist es nur rechts. Sagt man dann glatt rechts? Nee, ich wollte nicht. Das ist doch glatt rechts. Naja, auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe also das zusätzlich noch gemacht, und zwar ist das die Seite von den Knopflöchern hier, und da habe ich einfach weitergemacht, so hier dann zusammen, dann wurde das zusammengenommen und dann habe ich hier einfach die Reihe weitergemacht, die drei Maschen weitergemacht und auch eine falsche Naht, sagt man das, falsche Naht jeweils unter der Arm, auf jeder Seite. Ja, und dann noch die Kappe, die habe ich auch ein bisschen umgeändert. Also nicht die Kappe, wie man sie strickt, aber ich habe die Maschen aufgenommen und habe dann als erstes eine Reihe linke Maschen gemacht, damit es so ein bisschen so eine kleine Botte gibt. Ja, das fand ich schön. Und hier oben habe ich mit drei Nadeln abgenommen und habe die Naht außen gelassen. Anstatt nach innen habe ich es außen gelassen, weil ich fand es einfach schöner. So. Ja, das hat so Spaß gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Jetzt habe ich noch seinen großen Bruder. Der ist 5 und der hat gefragt, er will auch so eine. Der hat ihn jetzt gesehen und hat gesagt, er will auch so ein Pullover. Also weiß ich schon wieder, was machen. Ja, also zur Info, ich habe 4 Enkel. 2 von 5. 5, ja, 2 von 5. Also ein Mädchen von 5. Wie alt ist denn die? Die wird jetzt fast schon 6 bald. Ja, 5 3 Viertel, ein Bub 5, ein Mädchen 3 und der kleine Bub 1 Jahr. Ja, mein Herzblättle, das sind alle 4 mein Herzblättle. So, das ist ein ganz toller Pullover. Ich kann echt nur jedem sagen, euch wirklich dazu animieren, den nachzustricken, der ist echt super. Das ist so schnell und so schnell gemacht, so kleines Teil. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ganz kurzes Video, weil ich habe schon letzte Woche ein Video gedreht und habe ich das jetzt schon erzählt? Falls ich es erzählt habe, schneide ich es raus, und falls ich es nicht erzählt habe, ja, ich habe schon ein Video gedreht, es hat eine Stunde gedauert und ich habe 3 Tage gebraucht beim Aufladen und ich glaube, ich habe es euch schon erzählt. Ja. Auf jeden Fall, nach 3 Tagen war es immer noch nicht fertig aufgeladen, habe ich gedacht, okay, ich lösche es jetzt einfach und mache jetzt einfach ganz kurze Podcasts. So. Und also kurze Podcast, das heißt, ein Teil fertig gestrickt, dann zeige ich meine Teile, wo ich arbeite bin, und jedes Mal, wenn ich was fertig habe, mache ich wieder einen neuen Podcast. So, das ist mein erstes Teil. Zweites Teil, ich mache einen Strecktest, einen Strecktest, einen Teststrick, Strecktest, einen Stricktest für eine französische Designerin, die Sabine Falgari, findet die auf Ravelry. Und ich teste für sie einen Rock. Das ist das erste Mal, dass ich einen Rock stricke. Ich habe gedacht, darum hat mich das interessiert, was mir da gesagt hat, dass sie einen
Testaufruf macht für einen Rock zu stricken, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mitmachen. Also, das ist jetzt mein Teil. Also, wir dürfen es zeigen, wir dürfen darüber sprechen und Fotos machen und, und. Also, zeige ich euch das jetzt bis jetzt. Und es ist Größe XXL. Da habe ich jetzt den Bund gemacht mit, wie sagt man das auf Deutsch? Die rechte Masche, wie sagt man dazu? Bei uns sagt man Cut Dors. Das ist, wenn man die rechte Masche nicht an dem vorderen von vorne strickt, sondern von hinten abstrickt. Aber ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und dann, dann halt wieder buntmäßig, ne? Schön dehnbar. Mit Band, ganz bestimmt, ganz bequem, ganz toll. Und die Wolle, die ich dazu verwende, das habe ich gar nicht, doch habe ich gesagt, mit einer Pullover. Die Wolle, die ich dazu verwende, also Wolle, das ist die Julia von Zeemann. Ich weiß nicht, gibt es das in Deutschland auch, Zeemann? Das ist, glaube ich, eine holländische Marke, ja, Niederlande. Also es wird wahrscheinlich auch in Deutschland geben, nehme ich mal an. Also die Julia von Zeemann, 100 Gramm, 170 Meter, Nadelstärke 7 bis 8 und also 80% Polyacryl und 20% Wolle. Ich hab Restwolle genommen in meinem Schrank noch habe, in meiner Reserve. Ich sag mal dazu, Reserve. Naja, in meinem privaten Wolllade habe ich den genommen. Und zwar habe ich da mal gekauft eine Menge für, um eine Jacke zu stricken für meinen Vater. Und das hat aber nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich habe alles wieder aufgetrennt und aufgemacht und jetzt habe ich so viele Wolle davon. Da habe ich gedacht, dann mache ich mir einen Rock davon. Ja, also XXL, weil ich habe. Ich bin große Größe und ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wie das wird. Das wird bestimmt ganz originell, ganz bequem. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und ich denke, dass ich das nächste Mal, wenn ich zu euch komme, dass ich den dann fertig habe. Ja, ich sage mal so, wenn ich den fertig habe, mache ich wieder ein neues Video. Vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht gucken sich ja welche die Video an, das wird dann wirklich eine Überraschung und wir werden dann sehen, ob wir uns wiedersehen. So, das ist jetzt mein zweites, ne, meine, wie sagt man, auf Französisch sagt man encore, auf Englisch sagt man whip, aber wie sagt man auf Deutsch? Arbeit im Fortschritt, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ja. Und dann jetzt habe ich gestern wieder noch was angefangen. Und zwar habe ich angefangen, den Sophie Scarf von Petit Knit. Also, das Modell ist von Petit Knit Sophie Scarf. Ganz klar. Aber ich habe nicht die Anleitung gekauft, weil ich meine, für jeden Stricker, der wirklich schon viel strickt seit einiger Zeit, ist es eigentlich klar, wie das gestrickt ist. Sagen wir mal so. Und zusätzlich muss ich dazu sagen, ich habe mir jetzt die Gewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn mir irgendwas gefällt, gucke ich mir den Design an, die Fotos von der Designerin, aber auch die Projektfotos von den Stricker und Strickerinnen. Und ich habe mir das gestern alles so schön angeguckt und vor allem die Annotation, die ganzen Notierungen, wo man sich macht, auf der Projektseite. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich weiß halt nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Auf jeden Fall auf der Projektseite von der Person, die gestrickt hat, kann man ja
sich Sachen notieren und dann habe ich viele Notierungen durchgelesen und habe eigentlich schon die Antwort bekommen, wie die Anleitung ist. Also weil einige sagen ganz einfach, ganz klar, wie sie was gemacht haben und dann, ich meine, braucht man es bloß durchlesen und dann hat man schon alles verstanden. Also ich habe mir dann, ich sag's ganz ehrlich, die Anleitung nicht gekauft, ich habe es einfach abgeguckt und stricke jetzt halt einfach drauf los und ich werde sehen, wie es aussieht. Aber es sieht schon so aus wie die Anleitung. Aber echt, so Anleitung braucht man sich nicht kaufen. Jetzt unterbreche ich, die Batterie ist leer. So, ich bin wieder da. Also, ja. Also, es stimmt ja wirklich, so Anleitung braucht man sich eigentlich, wenn man wirklich Stricker ist, gar nicht kaufen, weil das sieht man ja schon, wie es gemacht ist. Vor allem, wenn man schon mehrmals Schals und so gestrickt hat. Also, zur Wolle. Schon mal so, ich zeige es euch so schon. Ich probiere es nochmal so. Die Wolle, das ist die Alpaka Silk, Pröscht Alpaka Silk von Drops. Die Nummer, also Nummer ist die 20 und was kann ich dazu sagen? 77% Alpaka, 23% Seide, 25 Gramm auf 140 Meter. Und ich trick's in Größe, Nadelgröße. Wartet ab. Wartet. Wie die Diana immer so schön sagt, von Wolle Moll, wartet. Ich finde das so toll, wie die das sagt, jedes Mal. Wartet. 3,75. Ja, das ist die Nadelstärke, 3,75. Und, also einmal Pröscht Alpaka und einmal die Schöller Stahl, wo habe ich denn jetzt die Banderole? Die sitzt, wo ist die? Schöller Stahl, Wollfrauen. Wo habe ich die jetzt hin? Jetzt finde ich sie wieder nicht. Naja, ich weiß es ja ungefähr auswendig. Weller Stahl, Wollfrauen, ganz einfach. Beige, also Natur. Ja, Lace. Und die zwei zusammen ergibt diese Farbe. Ganz toll und ist ganz weich und mag ich ganz arg. Also, der wird vielleicht, also höchstwahrscheinlich auch fertig sein das nächste Mal, wenn ich wiederkomme. Wenn es euch gefallen hat, top oder flop, wir werden sehen. Ja, jetzt habe ich ihn drunter. Hier ist die Banderole. Es sind 100% Schurwolle, Superwash und was kann ich sonst noch sagen? Circa 300 Meter für 5, auf 50 Gramm. Das sind alles Restwolle. Restwolle ist ja nett, weil ich habe ja schließlich die ganze, wie sagt man dazu? Pelote. Auf Französisch sagt man Pelote. Und auf Deutsch sagt man Wollknäuel. Schieß was, der ganze Wollknäuel, es war kein Rest. Also von meiner Wolle, wo ich noch gehabt habe. So. Da habe ich jetzt noch einige Farbe, weil ich glaube, das war schon weltweit das Angebot von Drops, von wegen Alpaka. Da gab es jetzt bis zum 15. Oktober so bei uns jedenfalls in Frankreich so eine Werbung, Angebot von wegen 40% auf alle, was mit Alpaka, Wolle mit Alpaka war 40%. Also da habe ich gedacht, ich kaufe mir mal so drei Knäuel.
davon, weil ich kannte dieses Garn nicht, also diese Wolle nicht, und habe ich gedacht, dann probiere ich es einfach mal aus, mal sehen, wie die ist, und habe dann verschiedene Wollfarben genommen auch. Ich glaube, ich habe Rostrot, dann habe ich noch so ein Rosarot, glaube ich. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich auch von den anderen Pullover, von den anderen Wollfarben auch noch einen Schal machen. Ich finde die ganz schön. Ganz einfach, ganz klein. Es ist mal so ganz ein schönes Geschenk. Weihnachtsgeschenk ist ja bald Weihnachten. Ja. Was habe ich sonst noch? Ich habe noch einen Schal. Also der ist allerdings wirklich, der ruht sich jetzt wirklich aus. Und das ist noch ein Teil, wo ich selber, also aus einem Buch, mir einfach ein Muster geholt habe und mache da jetzt ein Tuch davon, sagt man Tuch auf Deutsch. Ja, und ich habe dieses Tuch schon gemacht in Hellblau für meine Schwiegermutter zu ihrem 90. Geburtstag. Und darum habe ich ist der Name von dem Tuch Etol Hilda, heißt es. Ja, und aber das ist wirklich, das mache ich, das ist nicht eins von meinen wichtigsten Sachen, das mache ich nebenher. So, das war's dann schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Es war nicht viel geredet, vielleicht nicht sehr interessant, ich weiß es jetzt nicht, ihr müsst es mir einfach sagen. Und ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen Spaß gemacht, wir werden sehen, wie ihr reagiert darauf. Also jetzt weiß ich nicht, muss man das immer noch sagen, Dauerwerbesendung. Also ich habe euch einiges genannt, wo ihr vielleicht Lust habt, das auch zu kaufen. Also ihr müsst es nicht, ist ja klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Deutschland immer noch so sein muss. Also ich sage jetzt halt einfach zum Schluss. Kann man wenigstens nicht sagen, ich habe es nicht gesagt. Also ich wünsche euch was Schönes. Ich hoffe, dass ihr uns seht und ja, wir werden sehen, ob es ein Top oder Flop, ne? Also dann, tschüss!